Hast du dir auch eine Kopie gemacht? Warum nicht? Das musst du doch lesen. Herr Kunze, würden Sie den bitte an Frau Czarny weiterleiten? Natürlich, Frau Meyerbeer. Danke. Entschuldige, Marion. Bist du noch dran? Nein, die Frau Meyerbeer. Nein. Sie fährt wieder weg. Komisch. Da stimmt was nicht. Hältst du mich auf dem Laufenden, ja? Angela, hier ist Post für Frau Czarny. Was soll das sein? Hat Frau Meyerbeer eben abgegeben. Die war hier? Birgit? Müssen Sie heute nicht in die Schule? Die ersten zwei Stunden fallen aus. Lena? Lena? Gleich? Machst du schon mal Kaffee? Ich bin gleich da. Ja. Jetzt hör auf. Ich muss gleich weg. Chris, du hast versprochen, dass wir wenigstens zusammen frühstücken, weil wir uns schon sonst alle kaum sehen. Du hattest ein Verhältnis mit dem Unge, als er mit Cornelia Althofer verheiratet war? Was? Sie trifft sich heimlich mit ihm, sagte sie, und Tränen schimmerten in ihren Augen. Mit mir schläft er schon lange nicht mehr. Sorry, aber so steht's da drin. Vergiss es. Steh lieber auf und hilf Angela Frühstück machen. Also deine Nerven möchte ich haben. Hast du das Machwerk überhaupt gelesen? Nee. Versteh mich recht. Die Vergangenheit interessiert mich nicht, weder deine noch meine. Nur, wenn das hier gedruckt wird und in den Buchläden in Augsburg erscheint, dann... Das ist mir völlig egal. Lena, du weißt doch, wie die Leute sind. Das Buch erscheint sowieso nicht. Was heißt das, das wird nicht erscheinen? Weißt du, was das ist? Das sind Korrekturfahnen. Die Meyerbeer sich verschafft hat irgendwie. Der kommt ja anscheinend in dieser Biografie noch schlechter weg als ich. Und der lässt sich das bestimmt nicht gefallen. Also... Kein Grund zur Aufregung. Da ist er ja, mein Kleiner. Also ehrlich, Lena, so habe ich mir das nicht vorgestellt, dass ich jetzt hier alles machen darf. Entschuldige, kommt nicht wieder vor. Warum gibt's denn immer dieses süße Zeug? Das sind Reformhauskekse, Vollkorn. Und so langweilig schmecken sie auch. Stimmt. Aber wenn sie gesund sind? Was ist das? Hat Birgit bei Kunze für dich abgegeben. Ja, willst du nicht aufmachen? Nee, nicht jetzt. Lena, jetzt sag schon, was ist denn los mit euch beiden? Nichts. Es wird sich schon wieder einrenken. Ach ja? Davon merke ich aber herzlich wenig. Ich meine, Birgit kommt ja nicht mal mehr in die Firma. Und dass sie das stinkt, dass Chris jetzt mit dir eine Familie macht, das verstehe ich ja, aber... Angela, ich will jetzt nicht drüber reden, bitte. Entschuldigung, ich bin ja nur das Mädchen für alles. Ich darf putzen und waschen und babysitten. Angela, bitte. Ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt mit uns beiden. Jetzt krieg das doch nicht in den falschen Hals. Ich habe mir das nicht ausgesucht, das ist irgendwie gekommen. Ich muss mich auch erst damit zurechtfinden. Ein Mann, ein Kind, du. Ja, du. Oder meinst du, mir ist nicht auch klar, dass es auf Dauer kein Zustand ist? Das meine ich doch nicht. Ich wollte nur wissen, was passiert ist zwischen dir und Birgit, weil seit sie hier ausgezogen ist, da bist du so anders. Stimmt. Bitte hört auf, ich will nicht drüber reden. Und ich hoffe, auch du respektierst das. Und ich hoffe, du hörst gut zu, mein Kleiner. Das sind nämlich unschätzbar wertvolle Erfahrungen, was Frauen anbelangt. Und jetzt holen wir uns erstmal ein paar Eier in die Pfanne und frühstücken was Ordentliches. Das Zeug kann ja gar nicht essen. Tja, Eier sind alle. Wie bitte? Aber du kannst ja mal zur Abwechslung einkaufen gehen. Hm? Zettel hängt am Kühlschrank. Kein Problem. Ja, und bei der Gelegenheit kannst du ja auch den Kleinen mitnehmen, weil ich muss in die Berufsschule und Lena hat bestimmt keine Zeit. Ich muss weg. Schafft ihr das? Was ist? Versuch bis Mittag wieder da zu sein. Tschüss, mein Liebling. Und um deine Frage zu beantworten. Birgit hat was von mir verlangt, das ich ihr nicht geben kann. Und jetzt ist sie traurig und verletzt und schlägt um sich. Und das tut weh. Verstehe ich nicht. Was meint sie denn? Birgit kann doch von Lena alles haben, gutmütig wie sie ist.
Überleg mal. Du meinst, dass Birgit... Also ehrlich, das gibt's doch nicht. Was glaubst du denn, warum sie dich oder mich aus dem Haus haben wollte? Damit sie Lena alleine hat. Das ist ja krass. Genau. Und für so ein Problem gibt's keine Lösung. Aber ich mach dir einen Vorschlag. Wir gehen schnell zusammen zum Einkaufen und dann setze ich dich bei der Schule ab. Ist das ein Angebot? Alina, gerade wollte ich zu dir. Bitte nicht jetzt. Lass dir von Frau Michel einen Termin geben. Hab ich versucht, aber bis nächste Woche kann ich nicht warten. Hast du den Roman von Roland gelesen? Nee, du? Na klar. Woher glaubst du, hat Meyerbeer die Korrektur fahren? Das Werk darf nicht erscheinen, Lena. Sonst war alles, was du aufgebaut hast, für die Katz. Also, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich rede nicht von Bettgeschichten. Ich rede vom Umsatz. Vom Image von Althofer. Und was soll ich deiner Meinung nach machen? Mich vor Roland auf die Knie werfen und ihn bitten, seinen Roman zu verbrennen, oder was? Zum Beispiel. Oder mach ihm ein Angebot. Der wartet doch nur drauf. Dieser ganze Scheiß-Roman ist so ein einziger Hilfeschrei. Bitte habt mich lieb, respektiert mich für das, was ich bin und was ich kann. Ehrlich, Lena. Ein Wort von dir und der ganze Spuk ist zu Ende. Na, das wird Meyerbeer erledigen. Birgit und er haben Millionen in Althofer gesteckt. Die werden sich doch bis aufs Messer dagegen wehren, dass auch nur ein Cent wegen Rolands schriftstellerischen Ambitionen den Bach runtergeht. Da kennst du aber Roland schlecht. Wenn die ihm mit Anwälten und einstweiligen Verfügungen kommen, dann gießen sie doch nur Öl ins Feuer. Nein, Lena, du hast ihn aus dem Nest gestoßen, also lass ihn wieder rein. Nicht in die Firma hier, in meine. Althofer Design, Roland und Felix Althofer. Roland will mit dir... Ja, falls du und Birgit eure Anwälte zurückpfeift. Aber du musst das nicht jetzt zwischen Tür und Angel entscheiden. Ich habe Frau Michel meinen Vorschlag gemailt. Lassen wir ausdrucken und dann reden wir, okay? Warum habe ich immer das Gefühl, dass du mich über den Tisch ziehen willst? Ich würde sagen, du projizierst. Schau dich doch mal um. Das gehört alles dir. Also, wer hat hier wen über den Tisch gezogen? Jetzt kommen Sie mir doch nicht mit Namensänderung. Mein Gott, wie viele Brauereien gibt es in Augsburg, die zur fraglichen Zeit in Privatbesitz waren und den Namen des Besitzers auf jeder Flasche tragen? Nein, das ist mir wurscht. Und wenn diese unsägliche Geschichte in Timbuktu spielt, sie wird nicht erscheinen. Und wenn sie doch erscheint, dann werde ich sie mit Gerichtsbeschlüssen so zudecken, dass sie an dieser Auflage pleite gehen. Guten Tag. Der Verlag? Verleger höchstpersönlich. Und in deiner Scheißdruckerei haben wir unsere ganzen Prospekte drucken lassen, aber keine Sorge. Er kneift den Schwanz ein, genauso wie Roland. Und jetzt setzen Sie sich bitte. Ich habe mit Ihnen zu reden. Ich nehme an, Sie wissen, um wen und um was es sich handelt. Ja, und? Dann soll das jetzt heißen, Sie wissen es nicht. Oder ist es Ihnen gleichgültig? Warum fragen Sie nicht Ihre Tochter? Sie war doch bei Ihnen, oder? Kommen Sie doch bitte mal her. Kommen Sie bitte her und schauen Sie sich das an. Ich stehe oft hier und gucke darunter. Das Leben im Hof, die Menschen, der Betrieb. Wissen Sie, wodurch das alles möglich ist? Ich denke schon, ja. Sie denken, das existiert alles, weil Sie da drüben in der Villa nette Klamotten entwerfen. Nein, Frau Tschern. Das Ganze existiert, weil vor über 150 Jahren ein Mann namens Althofer, ein einfacher Weber, den Mut hatte, sich bis zum Kragen zu verschulden und in mechanische Webstühle zu investieren. Geld, Frau Tschern, nicht Kunst. Geld muss man hinlegen und dafür gerade stehen, wenn man etwas bewirken will. Also ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Meine Tochter und ich, wir haben Geld investiert in Ihr Konzept, in Ihre Kreativität. Nicht schöne Worte, Geld. Und niemand hat Sie dazu gezwungen? Nein, das heißt Birgit nicht. Aber ich hatte keine andere Wahl, als Geld nachzuschießen, um zu verhindern, dass meine Tochter alles verliert. Also, um es jetzt kurz zu machen, Frau Tschern. Machen Sie das nicht kaputt. Aber wie kommen Sie darauf? Mein Gott, jetzt seien Sie doch nicht so stur. Seit der Beerdigung letzte Woche sitzt meine Tochter zu Hause und ist nicht ansprechbar. Frau Czerny,
Was ist passiert? Sie beide waren doch wie Schneeweißchen und Rosenrot. Lesen Sie das mal. Das hat sie für mich an der Pforte abgegeben. Ich kann Ihnen nicht sagen, was passiert ist, Herr Meyerbeer. Das würde alles, glaube ich, nur noch schlimmer machen. Also wissen Sie was? Jetzt kommen Sie mit mir nach Hause. Was immer Sie beide miteinander haben, so geht das ja nicht weiter. Und das vergessen Sie mal. So einfach geht das nicht. Ich habe Termine. Außerdem will ich erst mit Dr. Holzknecht sprechen. Na, also gut. Dann sagen wir heute Abend. Aber die Sache muss aus der Welt. Und zwar so schnell wie möglich. Frau Stange! Frau Stange! Die Rahmenbedingungen werden wir verhandeln, sobald die Produktion in Wasserburg angelaufen ist. Also, entschuldige, ich brauche Frau Stange 10 Minuten. Sie ist ja schließlich auch meine Sekretärin, nicht? Ja, ist in Ordnung, Frau Stange. Wir machen später weiter. Guten Tag, Frau Stange. Tag, Fatscherni. Hat August mit Ihnen gesprochen? Ja. Er meint, ich soll mich mit Birgit treffen. Nur ich bezweifle, dass das Sinn hat. Sie verkehrt nur noch schriftlich mit mir. Bedingungen für eine weitere Zusammenarbeit? Ich kenne die letzten Umsatzzahlen nicht. Aber selbst wenn es stimmen sollte, dass Sie zurückgegangen sind, dann ist das saisonbedingt und hat nichts mit der Kollektion zu tun. In Zukunft eine Marketingfirma beauftragen, die die neuen Modelle im Markt testen wird, bevor wir in Produktion gehen. Darüber hinaus halte ich es für dringend notwendig, ein oder zwei zusätzliche Designer einzustellen, um in Zukunft Engpässe zu verhindern, die durch deine privaten Interessen entstanden sind. Wenn überhaupt. Dann sind die Engpässe entstanden durch die Verlagerung der Fertigung nach Wasserburg und nicht durch mein Privatleben. Aber darum geht's überhaupt nicht. Birgit will mich loswerden. Frau Czerny. Marketingfirma. Sie will mir meine Designkompetenz nehmen und sie weiß genau, dass ich da nicht mitmache. Ja, Sie vergessen dabei aber eins, Frau Czerny. Außer dem Aufsichtsrat hat Ihnen niemand irgendetwas zu sagen. Sie sind der Vorstand. Aber Sie wissen doch auch, wie wichtig Birgit hier ist. Und abgesehen davon, dass ich so eine Art von Kleinkrieg hasse, habe ich überhaupt keine Zeit für sowas. Wollen Sie mir nicht sagen, was vorgefallen ist? Wenn Sie mir versprechen, dass Sie es für sich behalten? Das versteht sich von selbst. Wie soll ich sagen? Das Ganze ist ein Missverständnis. Birgit hat meine Freundschaft und meine Bereitwilligkeit, mit ihr unter einem Dach zu leben und zu arbeiten, falsch verstanden. Sie hat sich in mich verliebt. Und das da, das ist die Reaktion auf meine Ablehnung. Ach du Dingsäue. Was soll ich machen? Ich kann ja nicht um des lieben Friedens willen mit ihr ins Bett gehen, oder? Weiß August Meyerbeer davon? Nein, niemand, außer ihm. Ja, und Chris und Angela, die haben das ja hautnah miterlebt. Also das hier würde ich nicht so ernst nehmen. Ja, aber angenommen, Birgit ist bereit, sich heute Abend mit mir zu treffen. Was soll ich denn dann sagen? Sie bleiben ruhig und sachlich. Und versuchen ihr klarzumachen, dass es nicht in ihrem Interesse liegen kann, wenn die Firma darunter leidet. Entschuldigung, Herr Meyerbeer lässt Ihnen ausrichten, dass er Sie um 17 Uhr abholen wird. Sie wüssten Bescheid? Ja, danke, Frau Stange. Soll das heißen, er ist schon weg? Wir wollten doch die Sache mit dem Roman. Er meint, das muss der Chef, also Herr Althofer Senior, selbst in die Hand nehmen. Na, glaubst du mir jetzt? Hast du mit dem Verleger gesprochen?
Na, gesprochen ist leicht untertrieben. Ich habe ihn angebrüllt und mit dem Anwalt gedroht. Aber weiß der Himmel, ob das was nützt. Nein, Wilhelm, du musst das deinem Sohn ausreden. Das ist ein gutes Buch. Und jedes Wort ist wahr. Auch wenn es weh tut. Gutes Buch. Entschuldige, ich nenne sowas Nestbeschmutzung. Komm doch jetzt nicht mit Kunst. Nein, nein, nein. Du gehst jetzt zu Roland und machst ihm klar, dass das nicht geht. Komm. Er ist in der Wohnung seiner Frau. Die Frau Stangl hat das für mich recherchiert. Ja, wenn du willst, dann komm ich mit, damit du nicht wieder schwach wirst. Hat Hedda das Buch gelesen? Da bist du verrückt. Ich hab sowieso die Hölle zu Hause. Birgit und Lena haben sich, weiß Gott warum, zerstritten. Und Birgit weigert sich jetzt in die Firma zu gehen. Ich finde, Hedda sollte es auch lesen. Wie denn? Die Eltern, die alles perfekt machen, die gibt's gar nicht. Und ebenso wenig gibt es Kinder, die alles perfekt machen. Aber da gehst du doch nicht her und schreibst einen Roman über die Fehler und Macken deines Sohnes. Damit alle Welt erfährt, dass er eine Enttäuschung war. Für dich und seine Mutter. Von mir als Ex-Schwiegervater gar nicht zu reden. Und das soll ich ihm sagen? Ja, so oder so ähnlich. Jedenfalls eins steht fest. Wenn dieses Buch erscheint, dann kann mir die Firma Althofer gestohlen bleiben. Das ist mein Ernst, Wilhelm. Dann steige ich aus. Und meine Tochter auch. Gianni? Nee, tut mir leid, Nathalie, das geht heute nicht. Angela kommt erst nach eins aus der Berufsschule. Und ich habe Chris versprochen, bis zum Mittagessen zu Hause zu sein. Heute Abend ist auch schon verplant. Aber vielleicht morgen. Komm doch einfach zu uns, Uwe und du. Ja, so machen wir's. Bis dann. Also tut mir leid. Ich finde das gar nicht so doof. Naja, jede Firma braucht ein vernünftiges Marketing. Und du bist doch jetzt schon total überlastet mit dem Design. Und mit dem Kind wird's doch nicht besser. Sag mal, Waltraud, spinnst du? Ich lass doch meine Modelle nicht von irgendeiner Marketingfirma testen. Wieso nicht? Hast du Angst? Ach was. Aber du weißt doch, wie sowas läuft. Die holen 20 bis 30 Frauen von der Straße und die sollen dann entscheiden, ob mein Modell gut oder schlecht ist. Das ist ja wohl ein Witz, oder? Aber dann hättest du schon mal ein erstes Feedback. Und du kannst dann immer noch entscheiden, ob du dich daran halten willst oder nicht? Eben nicht. Wenn Birgit sich querlegt. Ich weiß nicht, was zwischen euch beiden vorgefallen ist. Und ich will's auch gar nicht wissen. Aber eins weiß ich. Mit Gewalt lässt sich nichts erreichen. Man kann doch über alles diskutieren. Zum Beispiel auch über den Vorschlag, den Felix heute gemeldet hat. Also ich finde ihn akzeptabel. Wer weiß, wie lange so ein Gerichtsprozess dauert. Und es ist doch fraglich, ob du ihn überhaupt gewinnst. Und selbst wenn du Recht bekommst, gut ist das nicht für dein Image, den Söhnen von Althofer die Verwendung ihres Namens zu verbieten. Ja, und im Gegenzug hätten wir dann endlich diese leidige Geschichte mit diesem Roman vom Tisch. 20% vom Nettoerlös. Über die Lizenzgebühr kann man doch immer noch verhandeln. Aber jetzt wart's doch erst mal ab, ob die Jungs das überhaupt stemmen. Zusammen. Was? Lena. Ach, Waltraud. Ich glaube, es ist soweit. Ich habe all die Jahre weder links noch rechts geschaut, bin einfach stur meinen Weg gegangen. Und jetzt, ich werde einfach nicht damit fertig angekommen zu sein, verstehst du? Schau mich doch an. Sieht so ein Vorstand aus? Von einer Firma mit fast 200 Mitarbeitern? Außerdem wollte ich das alles gar nicht. Ich will Mode machen, so wie früher, allein. Und ich will ein eigenes Leben haben, so wie alle anderen Menschen auch. Stammt dieser Text von dir oder von deinem Lebensgefährten? Kannst du auch mal was anderes als sarkastisch sein? Ich bin nicht sarkastisch. Ich bin nur ehrlich, Lena. Tut mir leid. Du hast dir einen Lebenstraum erfüllt. Das ist mehr, als die meisten Menschen schaffen. Ich hab's nicht geschafft, zum Beispiel. Deswegen hält sich mein Mitleid mit dir in Grenzen. Aber ich helfe dir gerne, dass dein Traum sich nicht in Luft auflöst. Und jetzt geh nach Hause und denk drüber nach. Den Rest können wir heute Nachmittag erledigen. Michel? Ah, Herr Benrath. Ja, es tut mir leid, aber Frau Czerny kann im Augenblick nicht gestört werden. Darf ich fragen, um was es sich handelt? Vielleicht morgen um zwei.
Bis dahin müsste ich eigentlich aus Wasserburg zurück sein. Und falls was dazwischen kommt, dann rufe ich Sie von unterwegs aus an. Danke, Frau Michel. Und? Morgen um 2 hat sie Zeit. Ja, was willst du ihr sagen? Ich werde dir sagen, dass das so wie der Holznecht sich das vorstellt, nicht geht. Und dass wir uns den Job teilen wollen. 2 Werksleiter. Das kriegst du nie durch. Nicht für 2 Werksleitergehälter, aber wenn wir unsere Gehälter in einen Topf werfen und 50-50 machen, dann kann das denen da oben noch eigentlich egal sein, oder? Das würdest du tun? Na klar. Dafür habe ich dann auch nicht die ganze Scheißverantwortung allein auf dem Buckel. Und mit Stoffen und dem ganzen Althofer-Sortiment kennst du dich doch bedeutend besser aus als ich. Ja, und ich kümmere mich darum, dass die Maschinen gut laufen. Hm? Also ich werde nicht schlau aus dir, aber wenn du meinst? Ich glaube noch nicht, dass Geld das Wichtigste im Leben ist. Wir kriegen das schon hin. Hallo. Wo ist Florian? Der schläft, wie es sich für einen jungen Mann aus gutem Hause gehört um diese Uhrzeit. Wo hast denn du das Sushi her? Es gibt jetzt einen Stand im Supermarkt. Gar nicht übel. Ich hab keinen Appetit. Was ist? Was machst du da? Meine Vorlesung für morgen vorbereiten. Die Zerstörung der Form durch die Funktion? Über Ernst Raab. Designer der ersten Stunde. Komm, probier. Die Zerstörung der Träume durch Erfüllung? Also ich würde sagen, du schüttest mir jetzt erstmal dein Herz aus. Hemmungslos. Ich verspreche dir auch ganz geduldig zuzuhören. Musst du morgen echt schon wieder nach Essen? Sitzung des Lehrkörpers. Ab und zu muss ich mich da schon blicken lassen. Aber das ist doch nicht das Problem. Nein. Aber Waltraud hat mich schon so fertig gemacht, ich habe einfach keine Lust mehr drüber zu reden. Birgit will zusätzliche Designer einstellen. Und Waltraud findet, das ist eine gute Idee. Birgit? Das muss man der Frau lassen. Sie weiß genau, wo es dir am meisten wehtut. Ja, aber leider hat sie recht. Ich komme nicht mehr nach. Ich habe viel zu viel am Hals. Aber, weißt du, allein der Gedanke, dass irgendjemand meine Modelle... Und außerdem, wer sollen das sein? Die meisten guten Designer sind irgendwo fest oder haben ihren eigenen Stil? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich hätte da jemanden für dich. Ein sehr begabter Mensch und sehr komisch. Komisch? Ja, komisch. Daniel Kruse, ein Exzentriker, wie er im Buche steht. Ich habe 2 seiner Kollektionen fotografiert zum Freundschaftspreis. Er hat die aber nie losgekriegt. Die waren zu experimentell, zu ungewöhnlich. Er war seiner Zeit einfach voraus, aber das muss in der Mode ja nicht unbedingt von Nachteil sein. Was macht er jetzt? Keine Ahnung, aber das lässt sich rauskriegen. Ich glaube, ihr zwei könntet gut miteinander. Ja, warten wir es ab. Ich treffe mich heute Abend mit Birgit, vielleicht drängt sich ja alles wieder ein. Das mit Birgit geht ja sehr nach, hm? Ja, natürlich. Cornelia ist nicht mehr da und dann habe ich aber das Kind und dann du. Ich? Ja, du. Das ist doch kein Zustand auf Dauer. Eine Frau mit Kind, die nie wirklich für dich Zeit hat. Jetzt mach dir nicht auch noch einen Kopf wegen mir. Ich bin okay. Und wenn du ehrlich bist, weder du noch ich gehören zu den Typen, die in einem Reihenhaus im Vorort eine noch glückliche Familie machen wollen. Warum bist du da eigentlich so sicher? Lena. Schon gut. Ich schau mal nach dem Kleinen. Darf ich reinkommen? Ja klar, komm rein. Aber bitte leise. Silke schläft, sie hat Nachtdienst gehabt. Komm mit in die Küche. Sieht ziemlich wüst aus hier. Ich habe leider nur eine Stunde, dann kommt mein Lektor. Du willst das Buch also tatsächlich veröffentlichen? Hm? Ja, mal sehen. Komm, setz dich doch. Ich hab's gelesen. Wie das? Und Meyerbeer auch. Und Lena. Habt ihr Kopien, oder? Felix hat sie sich irgendwie beschafft.
Und er ist genauso irritiert wie wir. Versteh mich recht. Auch wenn ich nicht so vorteilhaft dabei wegkomme. Ich finde es gut. Trotzdem möchte ich dich bitten, es dabei zu belassen und auf eine Veröffentlichung zu verzichten. Obwohl du es gut findest. Schonungslose Offenheit wirkt immer bestechend. Es kann aber auch viel Unheil anrichten. Meyerbeer zum Beispiel hat gedroht, aus der Firma Althofer auszusteigen, wenn der Verlag nicht klein beigibt. Und was das für uns alle bedeutet, das brauche ich dir doch wohl nicht zu sagen. Hm? Althofer ist nicht mehr meine Firma. Roland, lass es gut sein. Ich kann ja deine Gefühle verstehen. Aber verletzter Stolz und Rache, daraus ist noch nie was Gutes entstanden. Hier, mit diesem Buch hast du deine Vergangenheit bewältigt. Und du hast, als du Silke geheiratet hast, mit allen Konventionen gebrochen. Was willst du dir denn jetzt noch beweisen? Dass wir dir alle den Buckel runterrutschen sollen? Deine Mutter, dein Bruder, das Andenken deiner Schwester? Roland, wofür? Für die Auflage von 10 oder 5.000 Büchern? Und was dann? Du wirst kein zweites Buch schreiben. Das weißt du so gut wie ich. Aber das Leben geht weiter. Silke, entschuldige. Was ist? Nichts, Vater geht gleich wieder. Komm, leg dich wieder hin. Hm? Sie sind wegen Rolands Roman hier. Ja, Felix hat die ganze Verwandtschaft mit Kopien versorgt und Vater hat ihn gelesen. Und? Ich hoffe, Sie sind genauso begeistert wie ich. Ja. Aber ich habe ihn gebeten, auf eine Veröffentlichung zu verzichten. Und um das Gleiche möchte ich Sie bitten. Meyerbeer will seine Anwälte einschalten und sein Geld abziehen aus der Firma. Das war zu erwarten, oder? Und Sie lassen sich vor diesen Karren spannen, als Vater? Dieser Roman ist das erste und einzige Mal, dass Roland was Eigenständiges und Gutes geschaffen hat. Und nur weil sich irgendwelche verkorksten Spießer darin wiedererkennen, wollen Sie Ihrem Sohn das auch noch verderben? Och, ich habe Sie auch wiedererkannt. Ihre Rolle ist bei all dem auch nicht so toll. Sie haben noch von diesen verkorksten Spießern gelebt und einen davon geheiratet. So, jetzt reicht's aber. Ja, ist schon gut, ich gehe. Die Entscheidung liegt bei dir. Roland, wenn dieses Buch erscheint, dann ist das etwas Unwiderrufliches und nicht mehr gut zu machen. Und in dem Fall tust du mir jetzt schon leid. Sie können allen leid tun, nach allem, was Sie Ihren Kindern angetan haben mit Ihrem Althofer-Clan. Was muss denn noch alles passieren, damit Sie endlich aufwachen? Roland, du gehörst nicht mehr zu denen. Du hast die Seiten gewechselt. Du bist Schriftsteller. Roland! Entschuldige, Silke, mein Lektor kommt gleich. Also, Roland, wenn du jetzt aufgibst, dann... Dann was? Dann bin ich nichts mehr wert, oder dann gehst du, oder was? Ich bin kein Schriftsteller. Und ich hab satt, immer was beweisen zu müssen. Schon gar nicht dir oder mir. Ich bin, wie ich bin. Und wem das nicht passt, der kann mir gestohlen bleiben. Also ehrlich, ich ertrage das nicht länger. Wenn du schon hier bei uns wohnst, dann kannst du auch ein bisschen mit anpacken. Und wie das hier aussieht. Birgit, ich rede mit dir. Kann ich das wiederhaben? Also Birgit, was ist los? Willst du deinen Vater und mich in den Wahnsinn treiben?
Du bist ja kein Teenager mehr, der sich bei jedem Wehwehchen ins Bett verkriecht und vor lauter Frust vollfrisst. Ich flieg nach Paris morgen. Dann bist du mich los für eine Weile. Nach Paris? Wieso? Urlaub. Ja? August, wo steckst du denn? Ich bin in der Stadt. Und du? Also seit Stunden versuche ich dich zu erreichen. Ist Birgit denn nicht da? Na klar. Aber du kannst doch wohl von ihr nicht erwarten, dass sie den Hörer abnimmt. Geschweige denn den Frühstückstisch abräumt. Ich bringe heute Abend Lena Czerny mit nach Hause. Bitte sorge dafür, dass Birgit nicht weggeht. Sie hat die ganze Woche keinen Fuß vor die Tür gesetzt. Warum sollte sie es ausgerechnet heute tun? Da kommt Wilhelm, also bis später. Aber sag bitte Birgit nichts davon. Moment, kommt denn Lena zum Essen? Da muss ich doch... Komm, da macht doch keine Staatsaffäre daraus. Ich will ja nur, dass die beiden miteinander reden. Na und? Jetzt red schon. Rolands Frau steckt dahinter. Er selber ist gar nicht so erpicht darauf. Ja, hast du ihm gesagt, was das für Konsequenzen haben wird? Sicher. Auch ein Bier, Herr Althofer? Nein, danke, aber ich möchte sagen. Komm, wir gehen in die Firma. Ich muss mir Holzknecht zur Brust nehmen. Vielleicht hat er inzwischen rausgekriegt, was Lena und Birgit miteinander haben. 12,80 bitte. Danke, stimmt zu. Danke, Herr Meyerbeer. Ich komme nicht mit. Ich fahre nach Hause. Wilhelm. Das Gespräch mit Roland ist mir doch ganz schön an die Nieren gegangen. Steckt das nicht mehr so weg wie früher? Wilhelm, es tut mir leid, dass ich dich dazu zwingen musste, aber es steht zu viel auf dem Spiel. Und besonders jetzt, wo Althofer eine Aktiengesellschaft ist. Na, jetzt komm, Augen zu und durch. Na, endlich. Deine Reisedispo vom Reisebüro. Frankfurt, Hongkong, Hongkong, Taiwan. Wieso Hongkong? Weil ich noch nie da war. Und zweitens, falls ich in Taiwan nicht die Preise kriege, die wir brauchen. Und ich darf nicht mit. Inge, einer muss hier die Stellung halten. Außerdem kann sich unsere Firma das nicht leisten. Noch nicht. Das wird der Mensch von der Druckerei sein. Machst du auf? Stellung halten? Hier ist doch überhaupt nichts los. Und Geld hast du doch auch genug. Ich schon, aber die Firma nicht. Jetzt geh. Ja, Moment. Wer sind Sie denn? Roland, sag mal, was fällt dir eigentlich ein? Du kannst doch nicht meinen Roman an die gesamte Familie verteilen. Ich habe lediglich... Ja, ja. Was rege ich mich überhaupt auf? So war es ja immer schon. Wenn es irgendwo brennt, dann rennt der kleine Felix zu Mama und Papa und petzt. Weil du jemand brauchst, der dich vor dir selber und deiner Sturheit beschützt, deshalb. Inge, darf ich dir meinen Bruder Roland vorstellen? Inge Fabian, meine Assistentin. So, und jetzt machst du Schluss für heute. Ja, was ist mit heute Abend? Ich ruf dich an, ja? Wiedersehen. Ehrlich, Roland. Ich habe das einzig und allein dir zuliebe getan. Ja, ja. Ich sag ja nicht, dass das Werk schlecht ist, im Gegenteil. Ich bin beeindruckt. Aber... Wenn du unbedingt Schriftsteller werden willst, dann schreib doch ein Krimi. Oder eine Love Story. Aber hau nicht die ganze Familie und halb Augsburg in die Pfanne und riskier, dass du all dein Geld mit idiotischen Prozessen verplempern musst. Vater war heute bei mir. Meyerbeer droht damit, bei Althofer auszusteigen. Und ich nehme an, in dem Fall zieht Birgit auch mit. Das ist allerdings interessant. Interessant. Vater meint, das kann die Firma nicht verkraften. Wenn die ihre Anteile auf den Markt werfen, bricht der Kurs ein. Und wir könnten wieder einsteigen bei 8 bis 10 Euro oder so. Das wäre doch ein sehr cleverer Schachzug. Sag mal, spinnst du? Nein, im Ernst. Vergiss alles, was ich gesagt habe.
der Roman erscheint. Wie konnte ich nur so blöd sein? Mit den Anteilen von Meyerbeer und Birgit hat die Familie wieder die Mehrheit. Was? Dann seid ihr alle krank! Roland! Verdammt nochmal! Mach doch einmal im Leben was richtig! Und schlag zu! Roland! Dr. Holzknechter? Ja. Ach du lieber Gott, ist das ein Tag. Zum Wegschmeißen. Und wenn ich daran denke, dass ich eigentlich jedes Jahr um diese Zeit auf dem Bodensee segle, dann kommen mir die Tränen. Und ich soll jetzt mitweinen, oder warum? Nina Czerny war bei dir. Hast du was in Erfahrung bringen können? Meinst du die Sache mit Birgit? Na ja, was denn sonst? Ich führe doch irgendwas im Schilde. Also raus mit der Sprache. Das Gespräch war vertraulich, August. Tut mir leid. Aber warum lässt du denn die beiden das nicht alleine unter sich ausmachen? Weil ich fürchte, dass nichts dabei rauskommt. Was heißt vertraulich? Wilfried, du bist mein Mann in diesem Laden. Und wenn die Czerny versuchen sollte, meine Tochter kalt zu stellen oder aus der Firma zu graulen... Es hat nichts mit der Firma zu tun, August. Es ist privat. Privat? Ja, Birgit... August, wie soll ich dir das sagen? Was ist mit Birgit? Jedenfalls ist Lena nicht schuld. Sag mal, was redest du denn da? Birgit hat wohl festgestellt, dass sie in Lena verliebt ist. Was? Ja, sie hat sich geoutet, wie man so sagt. Und Lena hat versucht, ihr klarzumachen, dass da nichts läuft. August, das ist kein Drama. Das ist normal heutzutage. Es ist kein Grund, sich aufzuregen. Rufen Sie Frau Czerny an. August! Der Termin heute Abend fällt aus. Ich mach das lieber persönlich. Was ist denn los? Ist fürs Familienalbum. Komm, nimm ihn mal auf den Arm. Ich hab mich gerade umgezogen und Meyerbeer kommt gleich. Wünschst du mir Glück? Ja. Wann kommst denn du wieder? Weiß ich nicht. Ach, Herr Dr. Holzknecht. Frau Czerny, ich müsste Sie mal kurz sprechen. Unter vier Augen. Ja. Ja, klar, kein Problem. Tut mir leid. Wir hauen dann mal die Pizza in den Ofen. Komm. Okay. Hi. Hi. Also, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe Herrn Meyerbeer gesagt, warum Birgit meint, hier den Racheengel spielen zu müssen. Nein. Ich habe sie doch ausdrücklich gebeten. Er hat geglaubt, sie hätten irgendeine Intrige gegen Birgit angezettelt. Und das geht nicht. Also jedenfalls hat er jetzt seinen Termin mit Ihnen abgesagt. Ich weiß, ich hätte Ihnen nicht vorgreifen dürfen und es tut mir leid, aber... Jetzt ist es mal raus und der Ball liegt bei Meyerbeers im Vorgarten. Naja. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Aber wo Sie schon mal hier sind. Ich habe heute schon mit Frau Michel beraten, wie wir mein berufliches und privates Leben ein bisschen besser in den Griff bekommen. Ich habe jetzt eine Familie, Herr Doktor. Eine etwas ungewöhnliche zugegebenermaßen mit einem Mann, der nur 3 Tage die Woche hier ist und einem Kind, das nicht meines ist. Also eigentlich 2 Kinder, wenn ich Angela dazu rechne. Aber es ist eine Familie. Und diese Familie braucht mich.
Waltraud hat das mal kurz mitgeschrieben und ich wollte Sie bitten, sich das anzuschauen. Und vielleicht können Sie mir helfen, diese Interessenskonflikte zu koordinieren. Wer ist Daniel Kruse? Das ist ein Modedesigner, den hat Chris mir vorgeschlagen. Er macht gerade Kostüme für eine Oper, aber ich würde ihn gern kennenlernen. Ein Designer? Sie wollen tatsächlich... Ich weiß. Und es ist mir weiß Gott nicht leicht gefallen. Aber manchmal muss man halt über seinen Schatten springen. Und in meinem Fall heißt das leider, dass ich mir sowas Luxuriöses wie Stolz im Augenblick nicht leisten kann. Respekt. Aber diese Marketingfirma, was das angeht, das werde ich mit allen Mitteln zu verhindern wissen. An dem Tag, an dem ich nicht mehr weiß, ob ein Modell gut oder schlecht ist, da lege ich den Stift weg und mache was ganz anderes. Kinderkleidung zum Beispiel. Sie können es nicht sein lassen. Ich habe nichts anderes gelernt. Aber wie sieht's aus? Mögen Sie Pizza? Ja. So einen geschenkten Abend muss man doch ausnutzen, oder? Gerne. Kommen Sie. Und wo ist Frau Czerny? Birgit! Ach, sie kommt denn? Na, das trifft sich ja gut. Birgit ist nämlich weg. Ja, ich habe ihr gesagt, dass wir Besuch bekommen, aber nicht von wem. Und da hat sie ihre Koffer gepackt und ist verschwunden. Wohin? Nach Paris. August, was ist? Ich geh nicht besaufen. Allein. August! Allein ist nicht August. Wir gehören zusammen, so oder so.